Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal, ihr Lieben. Ich bin Sophia und ich werde jetzt für euch in die kommenden 2 Wochen schauen. Das sind die KW 51 und 52, das sind also unsere Weihnachts- und Silvesterwoche im Prinzip. Ja, und wir werden mal schauen, was sich bei euch so zeigt. Als besonderes Highlight gibt es in dieser Legung einen extra Impuls noch für Weihnachten für euch mit und einen extra Impuls für Silvester. Ja, das Ganze sind natürlich Kollektivlegungen, das heißt, nicht jeder kann und muss damit in Resonanz gehen. Bitte nehmt nur das mit, was euch ein Beitrag ist, lasst alles andere hier. Schaut auch gerne nochmal bei eurem Mond- oder Sonnenzeichen oder Aszendenten vorbei. Auch dort sind immer wichtige Impulse nochmal für euch drinne. Ja, ihr könnt auch gerne euch die Monatslegungen angucken, die ich mal hochlade, einmal im Monat, wo alle Bereiche beleuchtet werden. Und wer noch Interesse hat am Thema Liebe, Partnerschaft oder jemanden kennenlernen, der darf auch gerne nochmal in meine Liebeslegungen reinschauen. Ja, in dem Sinne möchte ich noch sagen, bevor wir starten, jeder ist natürlich für sein Handeln selbst verantwortlich. Von daher, Karten können halt immer nur Tendenzen aufzeigen. Und das Ganze sind Kollektivlegungen. Wenn du eine private, eigene, ganz auf dich zugeschnittene Legung haben möchtest, dann melde dich doch gerne bei mir. Den Link zur Webseite und zum Buchen findest du oben direkt im Infokanal. Genau. Ja, in dem Sinne, meine Lieben, schauen wir mal, was die Weihnachts- und Silvesterzeit für euch bereithält. Meine lieben Wagen, wir schauen jetzt für euch in die kommenden 2 Wochen. Das sind die KW 51, 52. Das sind die letzten 2 Wochen diesen Jahres. Welche Energien sich bei euch zeigen, was hier wichtig und beitragend im Kollektiv zu übermitteln ist. So, einmal für meine lieben Wagen, für die kommenden 2 Wochen, für die letzten 2 des Jahres. Was darf ich hier für Energien, für Impulse übermitteln? Da hat es gestoppt und da haben wir den Wagen. Ja, bei dem Wagen geht es immer darum, wirklich, ja, weiterzugehen, man ist unternehmungslustig, man ist so zuversichtlich, man ist auch mutig weiterzugehen, man sucht sich hier auch neue Ziele oder ist auf dem Weg zu neuen Zielen. Ja, für den einen oder anderen bei den neuen Wegen geht es darum auch, ja, vielleicht eine neue Reise zu machen, einen Umzug, einen nächsten Schritt einfach zu tun, in welchem Bereich auch immer. Man ist mutig, man ist unternehmungslustig, man ist, ja, selbstbewusst. Das ist einfach eine Energie, wo etwas wirklich in Bewegung kommt, meine Lieben. Wir schauen jetzt mal mit den Lenormand-Karten und dem Siemer-Weg, um welchen Bereich sich das bei euch dreht. Was hier wichtig und beitragend noch für euch zu übermitteln ist, meine lieben Wagen. Ja, für alle, die neu auf meinem Kanal sind, schön, dass ihr da seid. Wenn ihr Interesse habt an den verschiedenen Kartendecks, die ich hier benutze, dann schaut euch bitte dazu einmal das separate Video an, was ich gedreht habe, wo ich die Karten vorstelle, die ich benutze. So, einmal den Siemerweg. Hat es gestoppt. Und mit den Tarotkarten eine abschließende Energie. Wie gehen meine Wagen aus diesen 2 Wochen? So, da fällt sie und da haben wir die Liebenden. Die Liebenden ist immer wirklich, hier geht es um Anziehungskraft, ja, Entscheidungen, die aus dem Herzen heraus getroffen wären, ja, für den einen oder anderen wirklich um die wahre große Liebe, ja, neue Erfahrungen in der Liebe, Hingabe, Vereinigung, ja, für manch einen, aber auch im Vereinigung im Sinne von Öffentlichkeit hier, im Bereich von Freundschaften, im Bereich von, ja, Business-Sachen, das ist für jeden halt ein bisschen anders.
So, aber man sieht ganz klar, hier kommt etwas in Bewegung ja mit dem Wagen. Man hat hier mit der Schlange definitiv die Heilung, etwas, was vielleicht aber auch schon im Verzug war. Dafür steht die Schlange auch. Mit dem Mond sieht man ganz klar, hier werden irgendwelche, die Störche bringen immer das, was links davon ist und führen zu dem, was rechts davon ist. Wir müssen es jetzt, weil sie auf dem Kopf ist, andersrum. Also ist hier dann im Prinzip links. Irgendetwas geht zu Ende. Man kriegt hier irgendwelche Nachrichten, wo etwas zu Ende ist oder die Ernte ist eingebracht für einen seelischen Prozess. Ja, hier geht es um das Innenleben, unsere Seele. Ja, hier kommt etwas in Bewegung, aus dem Außen heraus kommt jemand auf euch zu, was hier wirklich Sonne bringt, ja, das erstrahlen lässt, ja, in welcher Hinsicht auch immer. Es muss nicht immer mit den Liebenden die Liebe an sich sein, es kann hier auch um ein Projekt gehen, es kann hier um eine Freundschaft gehen, um eine Herzensangelegenheit. Es hat zumindest hier für alle im Kollektiv mehr mit dem Außen zu tun, als mit einem Prozess von sich selber. Wir schauen jetzt mal mit den Seelenorakelkarten, welche Botschaft darf ich denn hier meinen lieben Wagen noch übermitteln? Was ist hier wichtig und beitragend für die kommenden 2 Wochen? Und da haben wir die Jenseitskontakte. Du hältst Botschaften aus der geistigen Welt. Habe keine Angst. Ja, du wirst hier irgendwelche Informationen bekommen, die dich weiterbringen, hier auf deinem Weg etwas in Bewegung zu setzen. Die Störche stehen für Bewegung, der Reiter steht für Bewegung, ja, der Wagen im Tarot steht für Bewegung. Also hier kommt in irgendeine Situation mit jemandem im Außen oder im Außen an sich in Bewegung. So, wir schauen mal, welche Botschaft darf ich denn hier noch mit den Portalkarten übermitteln? Was ist hier wichtig und beitragend? Ja, meine Lieben, wenn euch meine Videos gefallen, dann freue ich mich natürlich wie immer über jeden Daumen hoch von euch, über jeden Kommentar, über jedes Teilen oder Abonnieren meines Kanales. Damit hilfst du mir, ein bisschen zu wachsen und noch mehreren Menschen ein Beitrag zu sein. Ja, vielen lieben Dank dafür. Ja, und das Abonnieren des Kanales oder auch das Aktivieren der Glocke, damit du kein Video verpasst, ist natürlich kostenfrei. Da hat es gestoppt. Wir schauen mal. Smaragd-Tafel-Aktivierung. Ja, kosmische Bestrahlung, göttliche Alchemie, bewusstes Manifestieren. Hier geht es darum, bewusst etwas zu manifestieren, wie es hier weitergehen soll in dieser Situation, wo du mehr erstrahlen lassen willst, wo du gerade bei bist, ja, da wirklich zu gucken, ja, auch mit Herzensliebe weiterzugehen, manifestieren, das ist so ganz, ganz wichtig hier für euch anscheinend in den nächsten 2 Wochen, die letzten des Jahres. So, wir schauen mal mit den Krafttierkarten, was ist hier wichtig und beitragend zu übermitteln. Was geht es hier noch, beziehungsweise welche Botschaft ist hier einfach wichtig oder welches Krafttier unterstützt meine lieben Wagen? Da hat es gestoppt. Schwupps. Und da haben wir die Katze. Gesunder Egoismus entwickeln. Aus den eigenen Bedürfnissen achten und konstruktiver Umgang mit Sexualität. Ja, hier geht es wirklich eher darum, auf eure eigenen Bedürfnisse zu achten. Ja, und auch ein Stück diesen wirklich, diesen gesunden Egoismus zu haben, ja, seinen Weg hier auch weiterzugehen, für das, was einem am Herzen liegt, ja, diese Herzensangelegenheit hier weiterzutragen, ja, das ist die Energie, die ich am meisten spüre hier. Wir schauen mal mit den Engelskarten, was ist hier wirklich noch wichtig? Welcher Engel unterstützt meine lieben Wagen? Beziehungsweise welche Botschaft von welchem Engel ist hier am wichtigsten? Da hat es gestoppt, meine Lieben. Und da haben wir Akasha.
Du bist ein spiritueller Lehrer. Du bist befähigt, andere zu beraten und ihnen zu helfen, ihre geistigen Gaben und ihre göttliche Lebensaufgabe zu erkennen. Ja, und ich glaube, für den einen oder anderen geht es hier wirklich um die Weiterentwicklung auch der Spiritualität mit Informationen aus dem Außen. Ja, für den einen oder anderen vielleicht auch um ein Business in der Spiritualität aufzubauen, um hier weiterzukommen, ja, hier etwas erstrahlen zu lassen, mit jemanden anderen zusammen, so kommt mir die Energie hier rein. Hier sind noch Minimum eine andere Person, vielleicht auch sogar mehrere beteiligt. So, wir schauen mal für Weihnachten. Ja, jetzt ist sie leider gerade runtergefallen. Ich heb sie mal eben auf. So. Für Weihnachten, das bedeutet Heiligabend, erste und zweite Weihnachtstag. Ärger. Ärger belastet dein Herz. Gib dein Leid ab und erfahre neue Lebensfreude. Lass all den Ärger der Vergangenheit hier mit deiner Familie, Herkunftsfamilie los. Genieße die Weihnachtstage und halte nicht an alten Ärger, alten Konflikten fest. Das ist so der Impuls für euch für die Weihnachtstage. So, dann hätte ich gerne noch einen Impuls für meine lieben Wagen für Silvester bzw. den Start ins neue Jahr. Was ist hier noch wichtig und beitragend für meine lieben Wagen zu übermitteln für das kommende Jahr, für den Start da rein bzw. hoch? Dann die Energie von Silvester. Eine Karte bitte. Da hat es gestoppt. Kreative Kraft. Verbinde dich mit deiner Seele durch schöpferische Tätigkeit. Ja, also ich habe hier wirklich auch das Gefühl, hier geht es auch wieder um Kreativität, um hier etwas erstrahlen zu lassen im Außen, um hier weiterzukommen. Ich habe so bei vielen wirklich das Gefühl, hier etwas Neues, ein neues Projekt erstrahlen zu lassen. Man hat hier wirklich diese Kreativität, diese Herzensliebe bei, ja, etwas erstrahlen zu lassen, etwas Neues zu kreieren, weiterzukommen, ja, seiner wirklichen Bestimmung zu folgen. Ich kriege hier auch wirklich viel mit Spiritualität auch bei euch rein, einfach da einen ganz großen Wachstumsprozess zu erleben. Ja, in dem Sinne, meine lieben Wagen, wünsche ich euch eine wundervolle Weihnachtszeit, einen guten Rutsch ins neue Jahr, dass das neue Jahr euch all das bringt, was ihr euch wünscht, dass es ein tolles neues Jahr wird, dass all sich das erfüllt, was ihr ja an Träume, Wünsche und Visionen habt. Vielen lieben Dank. Ich möchte mich auf jeden Fall bei jedem Einzelnen, der hier meine Videos schaut, der mich unterstützt mit Daumen hoch und Teilen und Kommentieren, bedanken über jedes Abo, was ihr da gelassen habt. Es war eine tolle Zeit. Ich mache das jetzt seit Oktober und es ist einfach total schön. Und ja, vielen, vielen lieben Dank an jede liebe Seele da draußen, die mich unterstützt. In dem Sinne hoffe ich, sehen wir uns im nächsten Jahr wieder. Bis dahin, alles Liebe, eure Sophia. Tschüss.